Hi, ich bin der Christoph vom Session in Frankfurt und ich habe euch heute von TC Helicon den FX 150 mitgebracht. Der FX 150 Voice Solo ist ein kleiner handlicher Monitor, wie ihr schon seht, sehr leicht an einem Mikrofonstativ zu befestigen, um nicht nur sich selber gut zu hören auf kleineren Bühnen, sondern sogar sich auch seinen eigenen individuellen Monitormix einzustellen. Hier habe ich einen Dreikanal-Mixer drin mit jeweils einer Klangregelung und auch der Möglichkeit, mir sogar einen Effekt auf den Monitor zu geben. Vorne habe ich hier die verschiedenen Kanäle, 1, 2 und AUX, also Dreikanal. Kanal 1 und 2 ist ein Mikrofon- oder Instrumenteneingang. AUX ist eher die Möglichkeit, dann über eine Mini-Klinke einen MP3-Player oder auch ein Multi-Effekt-Gerät von der Gitarre aus oder sowas anzuschließen. Ist einfach ein Stereo-Eingang. Ich habe hier im Kanal 1 einmal die Möglichkeit, den Level zu verändern. Indem ich hier drauf drücke, sehe ich dann hier oben, wo der Level gerade steht, kann hier die Lautstärke verändern. Ist also ein kleiner Digitalmischer eingebaut. Dann habe ich einen Vocal Tone. Der Vocal Tone sorgt dafür, dass die Stimme optimal rüberkommt und hat im Prinzip einen Kompressor, De-Esser und Equalizer Filter eingebaut. Dann habe ich natürlich noch den klassischen Equalizer mit Höhen, Mitten und Bässen. Wenn ich jetzt etwas verändern möchte, drücke ich einfach auf den Parameter, den ich verändern möchte, regel das Ganze hier über Edit, drücke nochmal drauf und habe dann die dementsprechende Einstellung, wie man hier oben sehen kann, abgespeichert. Das geht für Höhen, Mitten und Bässe. Und dann habe ich noch einen Hall, den ich auch pro Kanal einzeln dazugeben kann. Auch den kann ich dann hier einstellen, drücke wieder auf Level und wenn ich wieder auf Level gehe, sehe ich hier, der hat sich das dann gemerkt und hat den Hallanteil dementsprechend reingegeben. Das Ganze gilt für die ersten zwei Kanäle. Dann habe ich hier unten die Möglichkeit noch beim Hall einen Style auszuwählen. Ich habe hier 9 verschiedene Stile aus den Voice Tone Effektgeräten eingebaut. Die kann ich hier auswählen. Ich sag mal, umso weiter ich links bin, umso kürzer ist der Hall und umso weiter ich nach rechts gehe, umso größer wird der Hall. Das kann man dann auch in der Bedienungsanleitung einzeln nachschauen. Muss ich übrigens auch sagen, ganz großes Lob an die Jungs von TC Helicon. Es gibt eine extrem gute deutsche Bedienungsanleitung für das Gerät, wo auch viele verschiedene Anwendungsbeispiele sehr gut dargestellt sind. Mitgeliefert wird nur ein Quick Start, aber auf der Homepage kann man sich dann die komplette Bedienungsanleitung runterladen. Jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, was die einzelnen Parameter hier machen. Wenn ich einfach mal mit dem Mikrofon spreche, dann hört ihr jetzt das Signal, was im Prinzip aus dem TC Helicon jetzt rauskommt, beziehungsweise über den Direct Out jetzt zu unserem Aufnahmegerät gegeben wird. Das heißt, ich bin hier im Kanal 1 drin. Da seht ihr schon, da kann ich jetzt ein Level verändern. Könnte mich zum Beispiel leiser machen, lauter machen. Hab dann diesen Vocal Tone, der dann im Prinzip nochmal einen Filter setzt, damit die Stimme besser rüberkommt. Schon gesagt, Höhen könnte ich dann reindrehen, rausnehmen. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz noch was Schönes, die einzelnen Effekte an. Wenn ich den Hall hier reindrehe und dann den Level dementsprechend auch reingebe, hört ihr, dass dann der Hall dazukommt. Wenn ich einen etwas längeren Hall haben möchte, gehe ich auf Style und sagen wir mal hier in die Mitte. Und dann merkt man, dass der Hall schon länger wird. Oder das Stadion, die Arena, kann ich dann hier mit einstellen. Ich bleibe mal hier so eher in der guten Mitte. So, damit kann ich jetzt im Prinzip mir meinen eigenen Sound, wie ich ihn haben möchte, so zurechtmischen. Es besteht die Möglichkeit, und ich gehe jetzt mal von dem Mikrofon wieder weg, es besteht die Möglichkeit, sein eigenes Signal hier für sich getrennt einzustellen. Zudem aber auch die Möglichkeit, ein Signal durchzuschleifen, beziehungsweise das Signal von den Mikrofonen oder Instrumenten, die hier angeschlossen sind, dann weiter an die PA zu geben, sodass dann der Mischer an der PA im Prinzip ein trockenes Mikrofonsignal bekommt, während ich mir hier meinen Klang und meinen Hall selber individuell für mich selber einstellen kann. Wie das geht und was man anschließen kann, schauen wir uns jetzt mal auf der Rückseite an. Auf der Rückseite befinden sich jetzt einige Anschlüsse. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, im Kanal 1 entweder ein Mikrofon oder ein Instrument, wenn ich einen Hi-Set-Schalter hier drücke, anzuschließen. Und dann habe ich noch den Kanal 2, den ich anschließen kann. Auch zum Beispiel Mikrofon oder ein Instrument. Den Kanal 2 kann ich dann durchschleifen. Welcher Anwendungszweck das ist, komme ich gleich dazu. Und ich habe nochmal einen Ausgang, den ich entweder so machen kann, dass nur der Kanal 1 durchgeschliffen werden soll, wenn ich im Prinzip jetzt nur ein Mikrofon weitergeben möchte und im zweiten Kanal zum Beispiel irgendwas angeschlossen habe, was nicht zum Mixer gehen soll, sei es jetzt ein Klick oder irgendwas oder ein zusätzliches anderes Instrument,
Oder ich kann sagen Fullmix, dann wird im Prinzip alles, was hier angeschlossen wird, über diesen Ausgang an den Mischer weitergegeben. Ich habe eine Phantomspeisung, mit der ich also auch Kondensatormikrofone speisen kann bei den beiden XLR-Eingängen. Und ich habe die Möglichkeit hier, wie schon gesagt, über AUX auch ein Stereosignal an den dritten Kanal anzuschließen. Über USB kann ich mir von der TC Helicon-Seite dann immer die neuesten Firmware-Updates holen. Da kommt dann noch das Netzteil dran, damit das Ganze auch Strom hat. Das Ganze hat eine sehr clevere Halterung, wie ich das Ganze an ein Mikrofonstativ ganz einfach befestigen kann. Es wird also einfach nur hier eingehängt. Ich kann den Monitor natürlich auch auf den Boden stellen, dann ist er relativ schräg vom Winkel. Der Monitor hat einen 6,5 Zoller Lautsprecher drin und 150 Watt. Und ja, ist super geeignet, um sich seinen eigenen Monitormix zu stellen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt auch hergehen und sagen, ich mache mein Mikrofon in den Kanal 1, hole mir dann vom Mischpult einen, ich sag mal, Grundmonitormix, den ich in den Kanal 2 reingebe, schleife dann den Kanal 2 zu weiteren Voice-Solos einfach durch und habe dann somit einen Grundmonitor-Sound auf jeden drei der Monitore. Plus, ich habe die Möglichkeit, jeder Künstler, der dann halt im Eingang 1 bei seinem Monitor drin steckt, kann sein Signal getrennt zum Mischer geben und sich aber selber individuell von der Lautstärke im Verhältnis zum Monitormix anpassen. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal sagen, mach mal leiser, mach mal lauter. Ich kann das Ganze selber hier an meinem eigenen Monitor regeln. Und das, finde ich, ist super kompakte und intelligent gelöste Geschichte für kleinere Bühnen und Künstler, die einfach individuell schnell ihren Monitorsound einstellen wollen. Wenn ihr euch das Gerät mal anschauen oder anhören möchtet, lade ich euch ein, kommt einfach mal nach Walldorf oder nach Frankfurt zum Session und checkt das Teil einfach mal aus.